Hallo, einen schönen guten Abend. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich euch heute am Abend erzählen kann, dass ein Budget beschlossen wurde, das allerdings eher substanzlos ist, weil es ein altes Budget ist, wo die ganzen gesamten Corona-Maßnahmen nicht abgebildet sind. Aber es ist etwas passiert. Es gab ja einen, also ich muss ein bisschen ausholen, also wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war das Parlament, es wird immer gesagt die Opposition, aber schade, dass die Regierungsfraktionen im Parlament das nicht so sehen, doch empört darüber, dass uns Finanzminister Blümel ein Budget vorgelegt hat, das vor Corona erstellt wurde. Ist klar, dass es nicht mehr zeitgemäß sein kann. Er hat dann in Pressekonferenz und Pressekonferenz und Pressekonferenz Pakete verkündet, zuerst 4 Milliarden, dann 10 Milliarden bei der Kurzarbeit, dann waren es 12 Milliarden bei der Kurzarbeit, also auch insgesamt ja ein 38 Milliarden Euro schweres Paket. Das alles findet sich im Budget nicht drin. Es ist, und das muss man aber sagen, in jeder Demokratie so und so auch in Österreich, dass das Haushaltsrecht beim Parlament liegt. Es kann nicht der Finanzminister die Steuergelder ausgeben, sondern es braucht ein beschlossenes Budget des Parlaments, das auch in bestimmten Bereichen dann dem Finanzminister sozusagen die Ermächtigung damit erteilt, Ausgaben zu tätigen. Also diese Empörung war jetzt nicht kleinlich, sondern das ist eigentlich eine tiefe Missachtung des Parlaments gewesen. Noch dazu, wo ja dann eine Überschreitungsermächtigung beschlossen hätte werden sollen. Also ÖVP und Grüne hätten ja dann beschlossen, mit Mehrheit drüber gefahren, dass der Finanzminister ermächtigt wird, dieses Budget, das eben ein altes Budget ist, vor Corona, um 28 Milliarden Euro, das ist also ungefähr ein Drittel der gesamten Budgetsumme, noch zu überschreiten, ohne aber festzulegen, wofür genau. Das haben wir als Missachtung empfunden. Und auch einnahmenseitig ist natürlich nichts nach unten korrigiert worden. Es ist ja bedauerlich, dass wir in eine ordentliche Misstrauenskrise sind wir schon, Vertrauenskrise, aber Wirtschaftskrise gehen und natürlich leider Gottes auch die Steuereinnahmen zurückgehen werden. Jetzt ist schon klar, dass in so einer Zeit das Budget nicht auf Punkt und Beistrich eingehalten werden kann. Das ist jedem klar, das ist auch der Opposition klar. Im Gesetz steht aber ganz klar, dass es entweder zu rechnen ist oder zu schätzen. Und solche Schätzungen hat der Finanzminister durchaus vorgenommen bei den Zahlen, die er nach Brüssel gemeldet hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist dann irgendwann auch dem Herrn Blümel gedämmert, dass das vielleicht nicht ganz so klug war. Und er hat einen Abänderungsantrag vorbereiten lassen, der gestern am Abend von ÖVP und Grünen um 23 Uhr an uns geschickt wurde und der den Ausgabenrahmen erweitert hätte um 20 Milliarden, sehr grob aufgeteilt auf Rubriken. Das heißt, nicht so gearbeitet mit einer Überschreitungsermächtigung, sondern den Ausgabenrahmen in bestimmten Rubriken erweitert hätte. Sehr, sehr grob. Also das ist schon noch ein steiles Stück. Das hätte man durchaus granularer machen können und viel feingliedriger und sagen, also das ist für Kurzarbeit, das ist für das, wie auch immer, und einnahmenseitig ist überhaupt keine Korrektur vorgenommen worden, weil uns immer wieder gesagt wird, na ja, das ist ja nicht seriös, da hält ja keine Zahl. Wie gesagt, noch einmal, da muss man halt eine schätzen. Ich bin nicht der Meinung, dass es heißen sollte, wenn schon unseriös, dann gleich gescheit unseriös, dann nehmen wir gar keine Schätzung vor. Sei es, wie es sei. Wir hätten nicht zugestimmt und ja, aus diesem Grund aber sehr wohl einen Misstrauensantrag gegen Finanzminister Blümel mitgetragen. Es ist aber zu all dem nicht gekommen, weil in diesem Abänderungsantrag, der auf dem Tisch gelegen ist, und ich muss es zu unserer Schande sagen, dass es uns nicht aufgefallen ist, es ist der FPÖ nicht aufgefallen, es ist der ÖVP nicht aufgefallen, es ist auch den Grünen nicht aufgefallen, es ist einem SPÖ-Abgeordneten oder auch einem sehr, sehr schlauen Mitarbeiter bei der SPÖ aufgefallen, vergessen wurde dazu zu schreiben, dass die Beträge, die dort genannt sind, in Millionen Euro sind. Das heißt, wir hätten heute einen Budgetrahmen beschlossen, nicht von 102 Milliarden, sondern nur von 102, etwas mehr als 102.000 Euro. Und das geht nicht. Ja, das ist natürlich peinlich, aber wir werden das korrigieren lassen. Wir haben uns darauf geeinigt in der Präsidiale, dass wir hier eine Korrektur ermöglichen, einen Antrag zulassen wollen, der wahrscheinlich von den Regierungsparteien kommt, auf Behebung der Widersprüche.
Das ist nach der Geschäftsordnung möglich, vor der dritten Lesung. Aber um das jetzt ordentlich vorzubereiten, damit es nicht wieder eine Hudri-Wudri-Aktion ist, haben wir beschlossen, und die Präsidentin hat das gerade auch verkündet, dass die Sitzung unterbrochen ist und erst morgen um 8.30 Uhr fortgesetzt wird. Insgesamt kein schlanker Fuß. Sie können nicht rechnen, Sie können kein ordentliches Budget vorlegen und Sie können nicht einmal einen ordentlichen Abänderungsantrag machen. Gott, wir werden sehen, wie es morgen weitergeht.